EA Sports. It's in the game. Und damit herzlich willkommen zurück beim Gary und beim FC Hansa Rostock. Herzlich willkommen im Brutkasten, sag ich mal so. Es ist morgens früh um, keine Ahnung, 11 oder so ein Dreh und wir haben einfach schon so warm. So unfassbar warm. Aber macht ja nichts, weil wir sind ja selber auch warm oder sogar heiß. Und zwar heiß auf das nächste Spiel gegen Stuttgart. Wird ein hartes Spiel, 60 Punkte sind wir schwächer. Aber wir haben einen ganz guten Lauf momentan. Wir haben einen Punkt gegen Bayern geholt, sehr, sehr stark. Und insgesamt in der Rückrunde schon mehr Punkte geholt als in der Hinrunde. Also von daher sind wir da ganz freudiger Erwartung, dass wir vielleicht sogar hier auswärts in Stuttgart was holen können. Topspieler an diesem Spieltag ist der SV Werder Bremen gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Dann haben wir Frankfurt gegen Bayern München und Leverkusen gegen Gladbach. Also eher so Duelle, die ein bisschen tabellarisch auseinanderliegen. So, wir haben Kommentare von euch gehabt, klar haben wir das. Und da hatten wir mehrere Anmerkungen. Die einen möchten, dass wir eher defensiv, weil wir auswärts spielen, ran sollen. Die anderen möchten, dass wir so spielen wie gegen Bayern München, weil wir da 0:0 gegen Bayern in München auch halten konnten. Ne? Müssen wir ja auch noch dazu sagen, war auch auswärts. Hier, auswärts beim FC Bayern München. Und deshalb werden wir auch dabei bleiben. Ich bin die letzte Instanz, was so Entscheidungen angeht. Und da sagt der Gary auf jeden Fall, herzlich willkommen in der Realität. Wir bleiben bei den Rechts- und Linksaußenstürmern. Und es werden genau die Jungs spielen, die angefangen haben. Ne? Klar. Gerade mal gucken, wer hat denn das Tor gemacht? Stand das hier dabei dann? Ne, müssen wir anders machen. Müssen wir hier drüber gehen. Hallo? Da, Begegnungen. Und das letzte Spiel war... der Captain, der Chizos. Genau, stimmt ja. Bei der Ecke, ich erinnere mich. So, und wir haben Kommentare von euch. Die würde ich jetzt gerne gleich angehen wollen. Dafür habe ich mir gedacht, gucken wir einfach Spielersuche nochmal rein währenddessen. Das ist immer, glaube ich, am effektivsten für euch. Der Frank hat ein paar Sachen vorgegeben. Also auslaufende Verträge, natürlich realistische Transfers und ab 7 Talentsternen sollte ich mal suchen, bis maximal 30 Jahre. Alle Spieler, ich habe jetzt einfach mal ab 60 gemacht, weil alle Spieler brauchen wir auch nicht. Irgendwelche 10er Talente, die es vielleicht gibt auf Level 40, braucht auch kein Mensch. So. Ich sortiere mal nach Stärke und gleich in kurzer Zeit mal nach dem Marktwert. Dann seht ihr hier schon mal die ersten interessanten Leute. Und dann gucken wir rein bei hier Jackie Kackel-Bruce. Ein Punkt gegen München, sehr stark. Gegen Stuttgart wird schwer, aber ich glaube an den Klassenerhalt. Blackman, das ist richtig bitter. Ja, der Blackman hat leider gesagt, er will eine neue Herausforderung. Chemie Leipzig, der eine Punkt ist mehr als man erwarten konnte. Klasse Trend geht in die richtige Richtung. Bin optimistisch. Blackman, tja, das ist halt Problem mit dem Prestige, ne? Stimmt, hast recht. Neuzugang Stenzel für die nächste Saison findet er super. Ronny Schumann spielt auf jeden Fall RM und LM. Auswärts sollte mit defensiver spielen. Das war die Diskussion, die ich eben schon angesprochen habe, ne? Ob offensiver oder defensiver. Abedinveli, Blackman verkaufen mit Rückkaufoption. Dann ziehst du die Option und wirst, ja, wird dich dann 40 Mille kosten, falls du ihn noch verkaufen kannst. Aber das Problem ist ja, wir können ihn nicht mehr verkaufen. Er läuft schon aus, er ist in ein paar Monaten schon weg. Hätten wir noch in der Hinrunde, hätten wir es noch machen können. Haben wir halt nicht, ist so. Geht halt mal eine Ablöse frei. Es ist ja jetzt nicht so, als hätten wir Geldprobleme. Aber das ist traurig für Blackman, ne? Also für den Spieler an sich. Der war richtig talentiert. Der kam aus der Jugend hoch. Nicht von uns, aber wir haben ihn ja hochgeholt in die Profiabteilung. Also Blackman oder Baxter meldet sich dann selbst zu sich. Gibt es da keine Möglichkeit, vielleicht mit Gesprächen, dass du mit mir verlängern willst? Können wir gucken, werde ich die ganze Zeit machen, aber im Normalfall bei neuer Herausforderung bleiben die nicht. So, dann hat er noch gefragt, der Baxter, ob ich schon mal Abonnenten getroffen hätte. Nee, habe ich nicht. Der Rudi, der hatte mal die Idee gehabt, dass er mal zu einem Konzert meiner Band kommt, aber das hat sich dann irgendwie zerschlagen und seitdem hat sich der Rudi leider auch nicht mehr gemeldet. Schade, aber vielleicht hört er ja im Hintergrund noch zu. Islander, Punkt aus München mitgenommen, stark, deswegen würde ich gegen Stuttgart genauso spielen wie gegen München. Ja, genau, das habe ich mir auch gedacht. Dann haben wir noch den Frank Schönekäs. Der hat gesagt, such mal da nach Pipapo. So. Der TV Eric Garcia von Barca ist zum Beispiel eigentlich ein Pflichtkauf. Ja, das haben wir gemacht oder den hatten wir schon ein paar Mal auf dem Kika auch gehabt. Aber die Sache ist die, dass wir halt
bisher ganz gut im Tor standen. Ne? Können wir aber mal gleich reingucken. So, nach Stärke hatte ich sortiert. Ich habe die Stärksten mal gezeigt. Ne? Nach Talent, da haben wir hier Aitor Navarro. Und nach Alter sortiert sind wir hier bei Alan Pütt und Günther Boateng. Günther Boateng. Geil. Was ein Quatsch. So, ja, ihr habt ein paar Gesichter gesehen. Sagt mal Bescheid, was ihr darüber denkt, ob wir davon einen brauchen können. Eric Garcia ist hier der 18-jährige Torwart von Real Madrid mit 73, warum auch immer. Der läuft nicht aus, ganz klar. Der läuft nicht aus und deshalb wäre auch die Frage, ob er so einen nochmal reinholt. Ne? Er ist introvertiert und Fairness, hat eine fröhliche Gesichtsmontur, ist 10 Millionen wert. Gerade gucken. Er könnte auch kommen auf jeden Fall und wir könnten ihn sogar hier für relativ wenig Geld vergleichsweise holen. Ne? Guckt mal hier, könnt mal bei 6,5 anfragen. Lass ich euch mal so stehen. Also Eric Garcia für die nächste Saison. Vielleicht auch, Moment, hat er auch richtig viele Spiele gemacht? Ach so, bei Barcelona B, ich dachte schon. Vielleicht dann nächste Saison statt Köhn, wobei der natürlich auch einfach eine gute Stärke hat, ne, der Köhn. Kevin Müller, müssen wir mal schauen, was wir mit dem machen als Ersatz. Und Eric Garcia hat halt erst in Anführungszeichen eine 73. Ist aber ein neuner Talent, ne? Müssen wir mal schauen. Hat auch schon in seiner Liga zumindest 26 Einsätze gemacht. Also das ist schon was. So, und dann hat der schöne Case noch gesagt, talentierten Spielern bitte immer einen langen Vertrag geben mit Optionen. Die Optionen haben wir sogar jedes Mal gehabt. Das Problem ist allerdings beim Blackman, das ist da gar keine Option möglich gewesen, weil den haben wir direkt aus der Jugend hochgekauft und abgelöst. Und deshalb ging das nicht. Da kann man ja immer diese Jugendverträge machen. Und da muss man mal schauen, dass die überhaupt zu einem kommen. Ne? Ist halt echt traurig. Guck mal hier, 76 ist der Typ. Fähigkeit insgesamt 79. Und der hat halt einfach 34 Millionen wert, ey. Das ist schon krass. Schon krass. Lukas Gersbeck verlängert seinen Vertrag. Okay. Ivan ist verletzt. Reserve hat gegen Bayern München 2 verloren. Macht nix. Alles kein Problem. Wir sprechen noch mit den Spielern. Und dann gehen wir ins Spiel gegen Stuttgart. Da bin ich gespannt, was wir da hinbekommen gegen die Stuttgarter. Da müssen wir nämlich sehen, ne? Dass wir jetzt hier noch weiter punkten. Ich könnte auch nochmal kurz in die Tabelle reingucken. Dann seht ihr auch nochmal genauer, wie es da aussieht im Moment. So, du kommst raus aus der Krise, sagen wir ihm mal. Der Onguene, der war ja jetzt verletzt, ne, deshalb, also alles halb so wild. Neudecker. Boyesen hat gut überzeugt in letzter Zeit. Das ist auch klasse, was der macht. Da, bei Boyesen müssen wir zum Beispiel auch überlegen, ob wir da dann den Spieler holen, ne? Das wär noch die Frage. Können wir gleich nochmal reingucken. Der hat einen Vertrag dann bis 2026, also 2 Jahre müsste er dann noch sein. Der ist 40 Millionen wert, sag ich mal, ne? Oder kostet uns so viel, 40 Millionen Ablöse. Wäre dann eben die Frage, ob wir den holt oder nicht. Wir gucken gleich mal, was der insgesamt jetzt im Moment wert ist und dann sehen wir da schon, ob wir das machen können. So, alle Gespräche sind geführt. Wir gehen in die erste Mannschaft rein. Boyesen ist im Moment bei 33 Millionen Euro. Ich finde, da sind die 41 Millionen Euro nicht fehlinvestiert. Gut, wir haben noch 3,5 Millionen Euro Leihe bezahlt, ne? Aber tendenziell wäre das ein Spieler, den würde ich so mal kaufen wollen. Was haben wir denn? Wir haben im Moment Transfers einfach auch 118 Millionen Euro noch. Meldet euch mal wegen ihm und meldet euch mal wegen Eric Garcia aus Barcas zweiter Mannschaft. So, wir gehen in den Textmodus gegen den VfB Stuttgart auswärts. Das wird hart, das wird schwierig, aber ich bin mir total sicher, dass wir das schaffen können. Wir gehen drauf. Die ersten 5 Minuten haben wir überstanden und es passiert hier bisher gar nichts. Jetzt mal beim VfB Stuttgart Akolo mit einer schönen Balleroberung, aber da kommt nichts raus. Hansa Rostock ist hier momentan recht
offensiv aufgestellt und kriegt deshalb jetzt einen Konter von den Stuttgartern rein. Aber die Davi spielt den Ball ganz schwach. In den leeren Raum rein, kein Problem für die Abwehr. Die Rostocker haben sich eine Ecke erkämpft. Auf der linken Seite kommt der rein, der Ball. Der kommt wieder raus, der Ball. Der kommt zu Blackman an, der Ball. Und dann schießt er gegen Boston. Aber raus aus dem Tor. Ach, schade drum. Sehr, sehr schade. Das wäre nochmal wichtig gewesen. Hier direkt mal ein Tor noch von Blackman hinterher. Flanke von der linken Seite bei den Stuttgartern. Akolo setzt sich gegen Schissow durch und dann über die Latte. Der Captain letztes Mal gegen Bayern ein sehr gutes Spiel gemacht und jetzt hier ein bisschen Unsicherheit bei dem Kopfballduell. Aber wir sehen jetzt erstmal noch eine Chance von Hansa Rostock über Kaylee Hinz. Victor Osimhen ist frei vor Robert Zielon mit dem Kopfball aus 4 Metern. Aber Robert Zieler zieht die Fäuste hoch. Der ist ja jetzt in der Realität zu Hannover 96 zurückgewechselt. Da bin ich auch gespannt, wie das funktioniert. Boah, und hier rettet er auf jeden Fall den Punkt in die Halbzeit für Stuttgart. Mai, 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 das war eine klasse Parade von ihm. Florian Krilic mit noch nicht so guten Leistung. Können wir gleich in der 60. Minute vielleicht mal auswechseln. So, spielt geduldig und konzentriert weiter. Das Hinspiel, seht ihr hier oben übrigens, haben wir 3-0 verloren. Also würde ich mich freuen, wenn wir hier einfach jetzt mal die Revanche machen. Die Spieler nutzen eine Pause im Pressing und können jetzt das Spiel aufbauen. Mané auf die Davi, der zu Akolo weiter. Der zieht dann in die Mitte rein. Sucht den Abschluss. Kriegt von Boyesen den Ball abgenommen. Aber der Ball fliegt genau auf die Davis Schlappen und der kloppt ihn einfach mal rein. Boyesen, unglückliche Figur da gemacht. Traurig. Traurig. Aber was denn jetzt hier los? Rote Karte für den Torschützen. Die Davi wird von Neudecker schmerzhaft zu Fall gebracht. Der Übeltäter stellt sich vor dem am Boden liegenden Gegenspieler auf und beschimpft ihn als Schauspieler. Also Neudecker beschimpft die Davi als Schauspieler. Die Davi springt auf und stößt Neudecker mit beiden Händen vor die Brust. Ja, dann fällt er um und dann hat er die Davi auf einmal die rote Karte hier. Das ist ja hier ein tragischer Held fast schon. Mann, Mann, Mann. Osimhen kriegt jetzt einen Ball von Neudecker. Der legt ab auf Krilic und der muss eigentlich noch einschieben zum 1:1. Verzieht aber kläglich. Das ist das Signal. Krilic muss raus. Der muss jetzt hier raus. Mann, Mann, Mann. Das wäre es gewesen hier. Ach, Leute, Leute. Einsatz mal hier auf 100%. Wir sind einer weniger. Die sind einer weniger. Wir müssen doch jetzt mal hier rankommen. Gibt's doch nicht. Schuss von Kyler Hinz wird zur Ecke abgeblockt. Sebastian Rudi war der Mann, der diesen Block machen konnte. Döring bringt sie natürlich rein. Zweite Ecke in diesem Spiel. Osimhen und Heinz geht zum Kopfballduell hoch. Und der Innenverteidiger, der Stuttgarter, kann sich durchsetzen. Klärt den Ball aus der Gefahrenzone. Ja, es ist jetzt hier momentan auf jeden Fall eher schwach auf der Brust, was wir hier so sehen. Ich habe ja die Hoffnung, dass Blair mal einen Knipser macht hier. Den machen wir jetzt mal hier. Alassane Blair kommt rein. Bisher auch noch nicht das gezeigt, wofür wir ihn geholt haben. Und wir müssen jetzt hier Punkte holen, liebe Leute. Ein Punkt mindestens gegen 10 Mann. Blair ist jetzt hier ein Stück schneller als sein Kontrahent. Die Kugel bringt er vor das Tor. Javi Martinez, der erfahrene Innenverteidiger, klärt zur Ecke. Die kommt jetzt wieder rein von Götz Döring von der linken Seite. Da ist schon wieder Martinez und klärt mit einem Befreiungsschlag. Benjamin Pavard kommt rein für Kimiro im defensiven Mittelfeld. Und die Stuttgarter sehen, wie Hansa Rostock hinten rumspielt. Dann früh angreift. Robert Zieler mit einem Pass auf Martinez. Hä? Jetzt muss ich nochmal lesen. Jetzt bin ich zu dumm. Weil ich sehe aber, aus 17 Metern wird geschossen. Zieler springt, zieht zurück, will keine Ecke riskieren. Denkt, der Ball geht am Tor vorbei. Und knallt gegen den Pfosten. Ah, gibt's doch nicht. Aber jetzt kommen wir nochmal mit einer Druckphase über Rebic. Der startet durch, bringt in die Mitte den Ball zu Blackman und macht das Tor. Blackman erneut mit dem Tor, das zweite Tor in dieser Saison. Es läuft im Moment beim jungen zentralen Mittelfeldspieler.
Den wir leider abgeben müssen. Den wir leider abgeben müssen. Und Chisa hat nicht so ein gutes Spiel gemacht, deshalb kann Sané nochmal reinkommen. Tolgay Ali Aslan bringt endlich nochmal einen Angriff der Stuttgarter, werden die Stuttgarter sagen. Aber der Ball ist zu weit. Boyesen und Harley lassen den einfach rausgehen. So, jetzt aber hier mal Gas geben, liebe Leute. Richtig Gas geben. Wir müssen hier vielleicht sogar ein bisschen mehr den Druck erhöhen. Ein Punkt wäre aber auch schon mal nicht das Verkehrteste. Dann wären wir nur noch einen Punkt hinter Bochum. Aber man muss natürlich hier auch eigentlich gewinnen wollen, ne? Gegen einen Mann weniger. Jetzt aber erstmal die Stuttgarter mit Tim Howard, der gerade reingekommen ist. Scharfe Hereingabe von der rechten Seite. Köhn faustet den Ball konsequent mit beiden Fäusten aus der Gefahrenzone. Und jetzt sehen wir direkt den Gegenzug der Rostocker über Sané, der den Ball mitgenommen hat. Kübler anspielt, flacht nach innen. Oh, schade. Es gibt eine Ecke. Die vierte Ecke in diesem Spiel natürlich von Döring gegeben. Robert Zieler kommt raus, wird hart angegangen, muss nachfassen. Der Ball landet bei Player. Und dann ist er drin. Da ist der Joker mit dem ersten Tor für Hansa Rostock. Der FC Hansa Rostock führt gegen Stuttgart und springt deshalb auf Platz Nummer 15. Rebic sieht jetzt, dass hier was geht. Geht in den Strafraum, trifft das Außennetz. 9 Minuten haben wir noch. Jetzt ist die Frage, ob wir Zeitspiel machen. Aber eigentlich sind wir ja gerade eine sehr gute Mannschaft hier. Wir sind dominant. Gute Konterchance jetzt nochmal. Es geht extrem schnell. Kübler treibt den Ball durch Mittelfeld. Martinez kann da nichts machen. Bringt den Ball zu Blackman. Gegen die Latte. Oh, und dann springt er raus. Blackman gegen die Latte. Ach du Jemine. Vielleicht jetzt doch nochmal ein Zeitspiel antreten. Was passiert jetzt hier? Harvard mit einer Flanke. Aslan legt ab. Javi Martinez aus 21 Metern. Schießt, aber der Innenverteidiger kloppt den Ball übers Tor. Uiuiui. Jetzt nochmal eine Ecke für uns. Göring bringt sie rein. Und Zieler diesmal kommt raus und hat ihn sicher. Eben hat er ihn fallen lassen. Ah, Glück gehabt für den Mann zwischen den beiden Pfosten. Da schlägt er den Ball weg, obwohl der Schiedsrichter bereits gepfiffen hatte. Ante Rebic, gelb für Zeitspiel. Akolo muss behandelt werden. Hat er sich da wehgetan im Zweikampf gegen Brandon Harley? Ja. Jetzt 1 Minute noch. Und die wird er jetzt abgepfiffen, oder? Da kommt doch jetzt nichts mehr. Da kommt doch jetzt nichts mehr. Nein, da kommt nichts mehr. 3 Punkte. Der 5. Sieg in dieser Saison. Und wir sind 15. Ach, das lässt sich doch leben so. Ach, ist das super. Klasse Ding. Obwohl hier Grilic noch die Chance gehabt hatte, schon vorher die Weichen auf Sieg zu stellen. Haben wir es doch noch drehen können. Wunderbar. Sehr, sehr gut. Klasse. Und klasse auch die Schalker. 7:0 gegen Augsburg. Ach du Herr Jemine. Da ist ja was los. Dreierpack von Kodru und von Schöpf. Sabitzer noch mit dem Tor und einer Vorlage. Alter Schwede. Die haben die aber hier abgeschossen. Ja gut, wenn man in der 25. Minute sich schon eine rote Karte holt, ne, ist das schwierig. Da stand schon 5:0 in der Halbzeit, ja. Arme Augsburger, sag ich da, ne. Arme Augsburger. Gut, wir gucken mal den Rest an. Leipzig verliert gegen Hamburg, Wolfsburg gewinnt gegen Bochum, das ist wichtig gewesen für uns. Frankfurt verliert gegen Bayern, Hertha gewinnt gegen Freiburg, das ist auch wichtig, Freiburg nämlich auch unter uns. Ne? Was macht der 1. FC Köln? Der spielt unentschieden gegen Stuttgart, das ist auf jeden Fall auch ein Ehrenpunkt, den die sich da gegaunert haben. Leverkusen verliert gegen Gladbach und Bremen verliert gegen Hoffenheim. Was sagt das in der Tabelle? Wir springen von 16 auf 15 hoch und Schalke von 6 auf 7. Rest ist momentan gleich geblieben, ne? Mit Bayern München an der Spitze, dann kommt Hoffenheim, Gladbach, Stuttgart, die jetzt gegen uns verloren haben, Dortmund und Schalke. Also gegen die da oben sind wir im Moment gut drauf auf jeden Fall. Die Schalker stellen hier natürlich nach diesem 7:0 die beiden Stürmer. Klasse Leistung der Jungs. Keiner von uns dabei, macht aber auch nichts, ist mir scheißegal. So, Timo Werner mit einem Tor. 22 Buden hat er jetzt schon gemacht. In wie vielen Spielen denn? In weniger als in 18 Spielen. Grandios. Richtig grandios auf jeden Fall. Mai, mai, mai. Puh, ja, dann gucken wir doch mal, dass wir das zweite Spiel auch noch so gut hinkriegen in dieser Folge, ne? Guck mal, der Robert findet das auch super. 14 Punkte. 14 Treuepunkte haben wir schon wieder gesammelt beim 1. FC Hansa Rostock. Oder das 1. Was ist hier? Rohrreinigung.
der letzten Nacht sind einige Anhänger des Lokalrivalens in das Stadion eingebrochen und haben neben den üblichen Schmierereien auch die sanitären Anlagen mit Brötchen und anderen Gegenständen gezielt verstopft. Die Rohrreinigung und ein neuer Anstrich kosten zusammen 12.000 Euro. Diese Penner. Die zweite Mannschaft hat gegen Lok Leipzig unentschieden gespielt, 1:1. Tor von Sascha Meier, insgesamt eine durchwachsene Leistung der Mannschaft. Und dann haben wir noch Alexander, der Geld bekommt. Gut, ja. Also, das war doch richtig gut. Und Thomas Delaney geht den langen Umweg der Realität, jetzt endlich bei Dortmund angekommen, über Bremen, Gladbach, Leipzig und dann nochmal Gladbach, wechselt er jetzt für 22 Millionen Richtung Borussia Dortmund in der nächsten Saison. Als 32-Jähriger weiß ich nicht, ob das noch so ein riesen sinnvoller Wechsel ist. Auf der anderen Seite hat er eine 87, das ist natürlich auch erwähnenswert. Lukas Radetzky wechselt auch nochmal von Leipzig Richtung Hoffenheim für umsonst. Für umsonst. Gacinovic von Frankfurt wechselt endlich dort weg. Also, ne, nach Jahren. Frankfurt verlässt er, geht nach Bayern Leverkusen für ablösefrei und Ailton von Köln nach Bremen, der Linksverteidiger, auch für ablösefrei. Gute Deals auf jeden Fall. Trainerkarussell, gucken wir mal. Willy Sagnol musste wieder bei Fulham gehen und da ist jetzt Diego Bortoluzzi am Start. Aha. Ah, Götz Döring ist verletzt. Außenband Anriss. Das hört sich nach einer längerfristigen Sache an. Der ist bis Köln auf gar keinen Fall da. Eieiei. Das ist traurig. Das ist sehr traurig. So. Scouting abgeschlossen. Muskelzerrung auch bei Horn. Also unsere Außenverteidiger verletzen sich gerade. Aber Horn ist bis Köln bestimmt wieder fit. Ja, Göring ist leider für 3 Wochen raus. Das ist sehr, sehr bitter. Sehr, sehr bitter. Ja, gut. Herzlichen Glückwunsch für dein Jubiläumsspiel hier. Und Player können wir doch... Ah, haben wir schon mitgesprochen, stimmt. Sonst hätte man immer sagen können, hier, guten Tag. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Tor. Leider geht das nicht. So. Holtmann, du hast überzeugt im Training. Also unsere Umstellung hat sich bisher auf jeden Fall gelohnt. Und ich sag mal auch unsere Neuzugänge. In der Hinsicht, dass sie doch da auch vorne ein bisschen Wirbel sorgen. Und wir jetzt mehr Tore schießen, ne? Das ist schon erwähnenswert auf jeden Fall. Frustration haben wir hier auch. Offensiv will der hier. Bleibt unverändert, okay. Wie geht's der Familie? Oxford. Tommy Krupp ist übrigens noch der einzige, den wir immer noch vom Start des Spielstandes haben. Das finde ich auch eigentlich eine ganz schöne Geschichte so. Ja, Jannes Horn, wie gesagt, muss raus und Götz Döring. Das sind ja beides auf der linken Seite. Ja gut, aber Horn haben wir ja schon gesagt, der ist ja dann wieder fit. Okay. Ja, dann kommt noch der erste FC Köln. Das ist ja fast schon ein einfacher Gegner. Bin ich gespannt. Wir gucken in die Europa League Runde 3 rein. Da gewinnt Lyon gegen Celtic Glasgow. Bayern setzt sich gegen Olympique Marseille durch. Athletic Bilbao gewinnt gegen Utrecht. AS Rom schickt Rotterdam nach Hause. Feyenoord Rotterdam. Everton gewinnt gegen Sevilla. Newcastle schickt Rijeka nach Hause. Saint-Étienne gewinnt gegen Genua. Eindhoven verliert gegen Arsenal. Der VfB Stuttgart ist weitergekommen gegen Shakhtar Donetsk. Das ist gut. Real Sociedad ist weitergekommen gegen Zagreb. Der FC Schalke 04 ist weitergekommen gegen Brügge. Und Calcio, Udinese Calcio ist gegen Athen weitergekommen. Dann haben wir noch Kopenhagen-Sieg gegen Ajax Amsterdam. Das ist eine Überraschung, aber bei Kopenhagen spielt ja auch unser Ponzo, ne? Vielleicht hat das damit zu tun. Der Hamburger SV ist im Achtelfinale gegen Besiktas Istanbul, konnte er sich durchsetzen. Nizza konnte sich gegen Kiew durchsetzen und Valencia gewinnt gegen Tottenham Hotspurs. Also alle Deutschen sind weitergekommen, das ist super. Das ist top. Und wir sind hoffentlich weiterhin top und spielen jetzt gegen Köln. Die sind Letzter in der Liga und wir sind gerade echt gut drauf. Da rechnen wir uns doch was aus. Hoffenheim gegen Schalke ist das Topspiel, dann Dortmund gegen Stuttgart, da geht es um Platz 4 der Tabelle und Bayern München will natürlich punkten gegen Leverkusen. Götz Döring, der alte Sack, also was heißt alt, 19 Jahre, muss aber raus. Ja, muss raus. Der ist nicht da. Der ist krank. Wir nehmen Luca Kilian mit.
Und ansonsten würde ich sagen, bleiben wir genau dabei, wie wir es gemacht haben. So, und außer Krillic könnten wir jetzt vielleicht mal. Der hat ja nichts gezeigt, ne? Kübler können wir jetzt mal reinbringen. Und ich hatte eben gelesen, dass der auch das Gespräch hier sucht hat mit dem Black Man. Wollen wir mal gucken. Sané ist wieder fit. Und, aber trotzdem, die mögen sie immer noch nicht. Kübler und Black Man. Unvereinbar sind die Standpunkte. Schade. Aber das kriegen wir bestimmt noch hin. Wäre wichtig. Das wäre wichtig. So, die B-Jugend hatte noch gut gewonnen. Und hier hat noch irgendjemand, der einen anderen Typen braucht. Dann kriegst du hier einfach mal den Kilian. So, in der Jugend haben wir übrigens auch noch einige Talentpunkte, die wir da noch vergeben können, beziehungsweise die Spieler, die wir vergeben können. Da kommt noch einiges hoch. In der zweiten, in der A-Jugend haben wir auch Julian Müller mit seiner 57. Könnten wir einen Vertrag oder müssen wir einen Vertrag anbieten mit 57? Julian, melde dich doch mal, ob du einen Vertrag haben möchtest oder ob du dir irgendwann einen neuen Spieler aussuchen möchtest. Geht natürlich auch. 57 ist auf jeden Fall Kandidat zum Auswechseln, ne? Also Ausleihen, so rum. So, und wenn wir dann hier nach Stärke sortieren, habe ich gesehen, haben wir einen 69er rechts außen. Den müssen wir eigentlich fast schon holen, oder? 69 ist für die zweite Mannschaft schon auch ein guter Typ, ey. So, ich guck mal auf die Uhr. 25 Minuten Folge haben wir bisher. Wir nehmen noch das Spiel gegen Köln mit und ich wollte noch schnell hier reingucken. Leonardo Ponzo, ja, der spielt bei Kopenhagen. Hat aber leider nicht gespielt in der Europa League da. Aber plus 5 Punkte geholt bisher, ne? Schon gut. Grauer hat jetzt auch ein Spiel gemacht für 1860 München. Da haben wir ja sogar zwei Leute hin verliehen, nämlich Ruxon und ihn. Ruxon 5 Spiele gemacht, kein Tor. Das ist natürlich auch jetzt noch nicht so eine geile Statistik. Na gut, alles klar. Bustogan hat hier sogar einen richtigen Sprung gemacht bei Hennef. Guckt euch das mal an, von 57 auf 62 plus 5 Punkte. Das ist schon schön. So, und wir machen jetzt hier hoffentlich weiterhin einen Sprung gegen den 1. FC Köln. Die sind ein Ticken besser, nämlich 4 Stärkepunkte, aber wir spielen zu Hause und wir werden heute das Ergebnis des Hinspiels umdrehen, da bin ich mir sicher. Mit unseren Fans im Rücken. Wer heute gewinnt, kann im Abschiedskampf erstmal durchschnaufen. Ja, das sehe ich nicht so. Wenn Köln gewinnt, haben die immer noch da unten die Luft. Panik am Start, auf jeden Fall. Das Spiel läuft, es ist angepfiffen, jetzt geht's hier rund. Köln ist offensiv ausgerichtet, wir sind offensiv ausgerichtet. Hier geht's darum, Punkte zu machen. Maxim fasst sich ein Herz, schießt aus 16 Metern einfach mal genau auf den Torwart. Köln boxt den Ball aus der Gefahrenzone. So, liebe Leute, 20 Minuten passiert, wir spielen zu Hause und wir sehen jetzt erst die erste Chance für Hansa Rostock. Die kommt von Kaylee Hinz, aber Stefan Ortega kann den Ball genau wie unser Torwart einfach wegfausten. Flach und mit ordentlich Power schlägt jetzt Maxim eine Flanke. In der Mitte ist Sebastian Aller, nimmt den Ball direkt aus der Wucht. Köhn reißt die Fäuste hoch, lenkt den Ball noch über die Latte. Was für eine Parade, was für eine Aktion von Aller. Also ganz, ganz starke Aktion von allen Beteiligten. Auch die Flanke von Maxim war stark. Der bringt jetzt die Ecke rein. Hoch vors Tor. Gregoritsch aus 7 Metern 1:0. Boyesen hat gepennt. Oh je. Wir liegen hinten. Ich sag ja, wir spielen irgendwie gegen die großen Leute gut, ne? Kübler versucht Kittel den Ball abzukrätschen, bleibt dann jetzt verletzt liegen. Jetzt geht's auf einmal ganz schnell. Und das gibt das 2:0. Das ist doch hier. Kittel jetzt auf Aller, der tritt in den Strafraum ein. Passt quer zu Gregoritsch. Und Gregoritsch schiebt unhaltbar für Philipp Köhn ein. Sauerei! Sauerei. Oh je. Das ist bitter bisher hier, läuft's gerade. Harle jetzt mit nach vorne gekommen. Flankt Osimhen mit dem Kopfball am Aluminium vorbei. Ah, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Kölner mit der Ecke. Präzise Ecke auf Sebastian Aller. Der köpft, gewinnt das Kopfballduell gegen Boyesen, aber Philipp Köhn ist da. Also Boyesen steht ein bisschen neben sich hier auf jeden Fall gerade mit einer 6. Mann, Mann, Mann. Aller jetzt nochmal, der ist ja richtig heiß, aus 21 Metern. Schießt drauf, Philipp Köhn mit Problemen, aber dann hat er ihn doch. Zweiter Versuch, da ging's. Aller passt jetzt auf Adrian Fein, der geht bis zur Grundlinie, liegt zurück auf Aller, der verzieht vollkommen und schießt am Tor vorbei.
Also Allaire kriegen wir gar nicht in den Griff hier gerade. Richtig starke Partie des Franzosen. Da müssen wir auf jeden Fall zweite Halbzeit hier was ändern. Und wir werden auf jeden Fall Boyesen auswechseln, weil das können wir nicht bringen, noch eine Halbzeit mit einem, der neben sich steht. Ja. Und dann würde ich auch sagen, kriegt der Player einfach die Chance, sich zu zeigen. So, wir lassen mal den Kapitän sprechen, oder? Unter bestimmten Bedingungen, da steht aber nichts, okay. Spielergespräche, so. Mann, Mann, Mann! Also so geht's nicht hier. Philipp Köhn noch der beste Mann hier auf unserer Seite. Insgesamt unsere Abwehr eigentlich bis auf Boyesen eigentlich gar nicht so verkehrt gewesen. Aber irgendwie trotzdem zwei Tore kassiert. Jetzt müssen wir ran, liebe Leute. Aber erstmal kommen wieder die Kölner über Ailton. Der Rechtsverteidiger bringt den Ball flach rein. Direktannahme von Adrian Fein, der defensive Mittelfeldstratege. Schießt den Ball gegen den Pfosten. Uiuiui. Pressing höher, Abstöße weiter. Player will jetzt da in den Strafraum eingehen. Es wird zu Boden gebracht. Thomas Langgut zögert und gibt Strafstoß. Er gibt tatsächlich Strafstoß. Warum hier jetzt auf einmal nochmal Fein kommt, weiß ich nicht. Egal, Strafstoß für uns. Oh je, da hoffentlich ist der jetzt drin. Dann sind wir wieder dabei. Player legt ihn sich zurecht, läuft an und schießt ihn rein. Der hat gerade einen Lauf, der Junge. Der hat einen Lauf. Mei, mei, mei. Puh, da sind wir wieder dran. Das ist spannend. Von der linken Seite kommt jetzt die Ecke rein. Sörensen kann Blackman gerade noch beim Kopfball verhindern und deshalb, oder behindern und deshalb köpft Blackman am Torpfosten vorbei. Ja, wenn wir in der 60. Minute nicht den Ausgleich geschossen haben bis dahin, werde ich zwei Stürmer einwechseln. Dann machen wir es wie die Kölner. Machen die nämlich auch gerade. Jannis Horn gegen Alexandru Maxim auf der Außenseite und es gibt Ecke. Die kommt natürlich von Maxim rein. Abwehr von Rostock klärt souverän. Maxim erneut mit einer Schussmöglichkeit dieses Mal. Köln mit einer tollen Parade. Aber ja, der im Passiv-Abseits stehende Allaire nickt den Abrallein und deshalb gibt es kein Tor, weil aus Passiv aktiv wurde. Glück gehabt. So, wir machen hier den zweiten Stürmer. Wir müssen jetzt hier ranklotzen. Richtig ranklotzen. Nicht wieder als hängende Spitze, nein. Als Stürmer wieder eingewechselt, natürlich. Konzentriert jetzt weiterspielen. Dann kriegen wir das bestimmt noch irgendwie hin. Aber erstmal die Kölner mit Fein. Aus einer schönen Körpertäuschung heraus kommt er zum Schuss. 21 Meter vorm Tor. Aber kein Problem für Philipp Köhn. Eben mit dem Tor, dann mit dem Schuss, dann mit der Hand. Gelbe Karte für Adrian Fein. Der wird jetzt auch ausgewechselt. Also der hat einen ereignisreichen Nachmittag erlebt. Marvelous Nakamba kommt rein für ihn. 20 Minuten sind noch zu spielen. Und hier müssen wir jetzt irgendwie irgendwas noch machen. Es hilft ja nichts. Das hilft ja alles nichts. 8 Minuten sind es noch. Tabellarisch wird das bedeuten, wir sind wieder 16. Allaire versucht jetzt nochmal. Zweite Hälfte bisher. Ja. Bis auf den Elfmeter nicht allzu viel passiert hier auf unserer Seite. Verdient hätten wir es nicht so unbedingt. Aber wer spricht hier schon verdient, ne? Wir brauchen das Tor. Und wir sehen, wie Blackman einen super Pass in den Laufweg von Player spielt. Der auch mit der kurzen Ecke. Aber leider ist da Ortega da. Ah, Doppelpack Player wäre jetzt richtig stark gewesen. Sonny Kittel im Laufduell gegen unsere Außenverteidiger und holt eine Ecke raus. Vierte für die Kölner. Die kommt aber aus dem Strafraum raus. Landet bei Jari Otto und der schrift gegen den Pfosten. Die Kölner springen von 18 auf 17 immerhin hoch und hätten dann nochmal Aufwind. Ne? Also wir brauchen hier einen Punkt. 10 Minuten haben wir noch.
Abwehrreihe jetzt nach vorne. Pressing überall. Abstöße lang. 6 Minuten sind's noch. Riskante Pässe. Oh Mann, ey. Gibt es doch nicht. 3 Minuten Nachspielzeit. Das ist viel für den FM. Und wir sehen jetzt hier auch nochmal eine Chance in der 90. Minute. Hinz auf Blackman. Der schießt, trifft den Ball aber nicht richtig. Und deshalb kann Sörensen klären. Scheiße. Scheiße, scheiße. Die Kölner wechseln nochmal aus. Und dann wird es wahrscheinlich abgepfiffen. Das zweite Spiel hier sehr, sehr bitter für uns. Ja. Also zu Hause gegen Köln verlieren, das ist unnötig. Das ist richtig unnötig. Dieser doofe Doppelpack in der ersten Halbzeit. Und Boyesen mit einem ganz schlechten Tag. Ne? Kilian allerdings auch. Vorne drin nichts gerissen. Ach, bitter, bitter, bitter. Mann, Mann, Mann. Hoffenheim 1:1 gegen Schalke. Freiburg verliert gegen Frankfurt. Bochum unentschieden gegen Bremen. Und deshalb konnten dann uns vorbeigehen. Der eine Punkt hat gereicht. Dortmund verliert gegen Stuttgart. Die Dortmunder schmieren gerade bis sie ab da oben. Bayern München nur unentschieden gegen Leverkusen, ne? Hamburg mit einem 5-0 gegen Wolfsburg. Gladbach gewinnt gegen Hertha und Augsburg unentschieden gegen Leipzig. Ja, können die Bayern nur froh sein, dass auch Hoffenheim hier keine richtigen Punkte holt, ne? Ach, was war das jetzt bitter hier? Adrian Fein, Mann, mit Mann der Woche bei den Kölnern. Ja, hat er mal gemacht, ne? Und Timo Werner trifft weiterhin. Ja, sehr bitter, aber wir haben einen Sieg geholt und eine Niederlage. Es geht voran, insgesamt, ne? Es geht insgesamt voran. Gut, meine lieben Leute, 36 Minuten haben wir in der Folge jetzt drin. Ich arbeite ja jetzt mal öfters mit Uhr und von daher haben wir jetzt gleich hier Schluss. Sehen noch, dass Sascha Meier wieder getroffen hat, aber insgesamt ist das hier in der zweiten Mannschaft gerade nicht so ergebnisorientiert, wie man so schön sagt, ne? Ergebnisse mal angucken. Da sind wir auch jetzt hier 16. Müssen wir noch aufpassen, dass wir nicht unten in den Abstiegskampf kommen hier. Uiuiui, das wird knapp für die zweite Mannschaft. Vielleicht müssen wir auch hier mal gucken, dass wir da nächste Saison wieder ein bisschen ausleihen, verleihen, gucken, machen und tun, um da einfach wieder ein bisschen was reinzukriegen an Nachbau, ne? Im Moment sehe ich hier aus der zweiten Mannschaft nämlich gar nicht so viele Ideen, die mit nach oben rutschen könnten. Alexander ist natürlich, wenn der eine gute Form hat, ganz okay. Auch Lukas Scholz mit seiner 70, Ayala auf der rechten Seite mit 22 geht auch noch. Aber so insgesamt, Torben Hindelmann, der braucht noch ein bisschen. Kann übrigens hüben wie drüben spielen, was die Außenverteidigerposition angeht. Das ist für uns natürlich nicht so verkehrt. Ne? Da sind guten ausgesucht hier, der Isländer. Gut, meine lieben Leute. Ja, dann insgesamt, trotz der Niederlage gegen Köln, würde ich sagen, ist das ein gutes Völkchen gewesen hier gerade. Ne? Und meldet euch mal wegen den Ideen mit Eric Garcia und mit Boyesens Ablöse bzw. Option. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch meldet. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein schönes Wochenende habt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in München auf dem Tunix sehen. Ich bin jetzt am Freitagabend, 18.30 Uhr, in München am Tunix Festival von der Asta München. Wer Bock hat, kommt vorbei. Ich bin am Merchstand von Alaska Pirate. Bis dann, der Gary ist weg. Tschüssi!